Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Gäste, ich freue mich sehr, wieder in Bad Hersfeld in diesen besonderen Räumen aufstellen zu dürfen. Ich hatte es vor eine wunderbare Anerkennung meiner Kunst, dass ich hier aufstellen darf. Es ist eine Wiederkehr in dieses Haus nach meiner Ausstellung im Jahr 2018. Deshalb und auch weil es Frühling wird, habe ich diese Ausstellung Revival genannt. Ich sage jetzt ein paar Worte zu meiner Motivation, kurz zu machen. Ich versuche, die harten Zeiten, die ich in meinem Leben hatte, nicht schwer zu nehmen. Meine Kunst soll auch eine Lächeln ausdrücken. Als alleinerziehende Mutter habe ich keine Wahl, als immer weiterzumachen. Mit mir gehe ich hart in Gericht und bin streng mit mir, um Stabilität zu erreichen und mich weiterzuentwickeln. Dabei arbeite ich nicht in erster Linie, um Erfolg zu haben. Erfolg kann eine Phase sein, die vorbeigeht. So ernst, ne? Ich arbeite, um mich auszurufen und um den Farben in meinen Lebensraum zu verschaffen. Im Jahr 2015 bin ich aus dem Krieg in Syrien nach Bad Hersfeld geflüchtet. Der Kunstverein in Bad Hersfeld hat mich unterstützt und mir alle Materialien umsonst gegeben, die ich zum Malen brauchte. Danke. Ja. Durch den Kunstverein habe ich hier Ersatzfamilien und viele gute Freunde kennengelernt. Sie haben mir Liebe und Unterstützung gegeben, seit 7 Jahren bis zum heutigen Tag. Danke. Zum Schluss meine kleine Rede danke ich der Museumsleitung und der Stadt Bad Hersfeld sehr, sehr herzlich. Im Besonderen auch Lisa Heinrich und Lini Dunischewa und Eveline Helwig und Wolfgang Glampe. Ich danke meiner Tochter Lorie.
Thank you.
Lebensbejahend und zukunftsorientiert an und macht Lust auf mehr.
Das war es, was mich dazu gebracht hat, mal auf YouTube nach ihm zu recherchieren. Und, ja, wie es so ist in den sozialen Medien heutzutage, ich muss sagen, ich war fasziniert, Ihnen bei einem Live-Painting zuzusehen. Was für eine Farbenpracht Sie an den Tag legen, sowohl die schillernden, traditionellen syrischen Textilien, wie Sie sicherlich hier auch teilweise gesehen haben, also mich haben ja dort drüben diese dunklen Grüntöne, das sind Stoffe, die die kurdischen Frauen sehr gerne in Syrien tragen, glaube ich, fasziniert. Wie Sie diese benutzt haben, als Malgrund oder auch als zusätzliches Material und die lebhaften Farben erleuchten einem das Herz. Ein wahres Wunder von Kunst und Kunsthandwerk, die Leinwand mit Textilien zu ersetzen teilweise. Dabei machten sie aber aus der Not eine Tugend, habe ich nachgelesen, als sie nämlich bei ihrer Ankunft in Deutschland keine Leinwände zur Verfügung hatten, sondern stattdessen anfingen dann auch Bettlaken zu malen. Textil als künstlerisches Material, das mit der Farbe eine Symbiose eingeht und dreidimensionale, wunderbare Kunststücke hervorbringt. Aber vielleicht sehen Sie es ja, Frau Atti, wie Claude Monet, der sagte, ich schaffe kein Wunder, ich verwende einfach und vergeude viel Farbe. Auf jeden Fall wirken Ihre Werke sehr hell und fröhlich. Sie versuchen, die Kultur Ihrer Heimat mit der modernen oder mit den modernen Strömungen der Kunst zu verbinden, was hier auch wieder ersichtlich wurde in dieser oder wird in dieser Ausstellung. Zu verbinden. So wie es meiner Ansicht auch Rafik Shami tut, der macht nämlich es so, diese traditionelle orientalische Kunst des Geschichtenerzählens benutzt er, um eine deutsche Sprach- oder Erzählkunst und fasziniert dadurch ganz viele deutschsprachige Leser. Aber auch die Dunkelheit und Traurigkeit nimmt in ihren Werken einen großen Raum ein. Das ist auch nicht verwunderlich, denn die Kunst und die Kunstschaffenden in Syrien hatten und haben es nicht leicht, ihren Ideen Ausdruck zu verleihen. Man schaue sich beispielsweise die Bilder an, hier fast schwarze Wolken, dunkle, fast schwarze Wolken, wie sie über ihnen schweben, sie nach unten drücken, von denen sie sich scheinbar nicht befreien können. Aber ein wenig Ironie lässt sie hier bereits mitspielen, indem die Wolke einen bunten Hut trägt. Ich glaube, das war das Werk da drüben. Genau. Ist diese wirklich so stark oder kann sie sich von dieser düsteren Wolke befreien, scheint die Frage zu sein. Und das ist es. Zu diesem Werk gehört ein zweites, welches ihren Befreiungsschlag zeigt, indem die Wolke sich lichtet und sie sich freudig, stark und voller neuer Leidenschaft und Lebenskraft auf der Wolke befindet, diese besiegt hat. Diese Werke stehen meines Erachtens sinnbildhaft für den Mut. Ich finde auch als Kontrast zu ihrer ersten Ausstellung, auch wieder hier im Jahre 2018 unter dem Titel Autism. Bei den damaligen Bildern stand die eigene Identität der Künstlerin als Frau im Mittelpunkt der Darstellungen, in Verbindung mit allen Konflikten und Traumata, die sie hatte. Insofern haben wir es heute quasi mit einem Kontrastprogramm zu tun. Die Sehnsucht fährt schwarz von Rafik Shami. Nicht zuletzt Rafik Shami selbst scheint mir die Konnotation zu ihnen gewesen zu sein. Jemand, der auch aus Syrien stammend sein Land 1971 verlassen hat, um in Deutschland für sich und seine Literaturkunst eine neue Heimat zu finden. Er erzählt wunderbare Märchen aus dem Orient, verarbeitet in seinen Texten das Leben eines Migranten in Deutschland und setzt sich immer wieder wortstark für Demokratie und Menschenrechte ein. Er macht dies mit seiner Sprachkunst. Sie machen dies mit ihren Farben. Das Gebot des IS zum Beispiel, dass Frauen schwarz tragen sollen, bekämpfen sie mit ihren Farben nach dem Motto, verbiet uns den Mund, aber Farben können reden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in diesem Sinne freuen wir uns ganz besonders auf eine inspirierende Ausstellung, Frau Atti. Ihnen und auch Frau Hendrich und Frau Donceva und auch Herrn Lulay gebührt mein zusätzlicher Dank, dass diese tolle Ausstellung zustande gekommen ist. Vielen herzlichen Dank und einen schönen Abend. Thank you.
Freude wieder leben kann, ich muss es mal einfach sagen. Wir haben mit unserer Jahresausstellung auf die Vernissage und auch auf eine Finishaus verzichtet, aus verschiedenen Gründen. Aber dass jetzt wieder Publikum hier ist, ist einfach toll. Sie hat den Kunstverein als ihre zweite Familie bezeichnet. Das fand ich so sympathisch und ich habe mich gleich so als Papa gefühlt. Man kann mich jetzt auch heute so bewegen. Ja, also ich bin eben mal so für 10 Minuten hier da hochgelaufen, habe mir die Bilder angesehen. Das ist natürlich eigentlich ja, ist viel zu schade. Diese 10 Minuten sind eigentlich gar nichts. Was ich immer mache, wenn hier was ausgestellt wird, auch bei unserer eigenen Ausstellung, ich nehme mir jetzt eigentlich noch einen Sessel und setze mich mal für, sagen wir mal, 20 Minuten hier hinein und schaue mir das an. Ich versuche dann auch so die ganze Atmosphäre dieser Bilder nicht aufzunehmen. Und das rate ich Ihnen auch. Also nehmen Sie sich Zeit für eine solche Ausstellung. Es lohnt sich. Und Frau Adi hat wirklich etwas zu sagen. Ja, hat das ja eben auch gemerkt. Sie hat etwas zu sagen und die Bilder sprechen einfach. Ist auch schön, dass der Rafik Shami hier erwähnt wurde, den ich auch schon als Autor ziemlich lange kenne, als Erzähler aus dem Orient, muss man sagen. Ja. Und er ist auch, ich hätte diese Verbindung jetzt gar nicht dabei gewusst, aber er ist auch jemand, der viel zu erzählen hat. Und Frau Adi hat das auch. Ja. Jedes Bild ist so komplex in seiner Erzählform, dass man sich Zeit nehmen muss. Und darum bitte ich einfach auch. Und Ihnen wünsche ich alles Gute. Viel Erfolg auch mit Ihrer Galerie. Ich habe mir schon versprochen, beim nächsten Mal, wenn ich in Kassel bin, unbedingt in die Wilhelmshöhe Allee 63. Da komme ich hin mit der ganzen Familie wahrscheinlich. Ja, also viel Erfolg und alles Gute für Sie. Machen Sie keine Kompromisse in Ihrer Arbeit, aber auch die Kleine, bitte. Bleiben Sie so auf dem Pfad, wie Sie sind. Und Sie haben es ja auch selber schon gesagt, schielen Sie nicht nach irgendeinem Erfolg, der wird sich von selber einstellen. Das sehe ich auf jeden Fall. Also alles Gute. Thank you.
Thank you.
Thank you.